Und da sind wir auch wieder zurück zu Elder Scrolls 4 Oblivion. Immer noch die gleiche Aufnahmesession. Und wir haben jetzt das Portal geschlossen, indem wir diesen komischen Siegelstein zerstört haben. Und ich soll jetzt diesen komischen Hauptmann da berichten, dass wir es geschafft haben. Nach zigtausenden... Diese Fackel, die ist unglaublich, die hält Ewigkeiten. Ewigkeiten, sag ich dir. Na, sag ich euch. Einfach nicht einschlafen. Ich lege mich hin und schließe die Augen, aber ich denke an nichts anderes. Ja, dann tu das halt lieber mal, ne? Okay, Savlia. Ihr habt das Tor geschlossen? Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Das ist unsere Chance zum Gegenangriff. Ich möchte, dass ihr mitkommt. Ihr habt viel mehr Kampferfahrung als diese Männer. Könnt ihr nun zu uns stoßen? Ich kann warten, aber nicht lange. Wir müssen schnell sein, bevor sie eine Chance haben, das Stadttor zu verbarrikadieren. Okay, ich bin bereit. Für Quatsch! Das hört sich so scheiße an. Für Quatsch. Warum seid ihr so schnell? Ich will auch super Sprint haben. Das wäre es nämlich, so wie ich jetzt laufe, nur ganz normal. Und das, was die machen, die super, super Sprint, die nenne ich ihn jetzt mal, das müsste Ausdauer kosten. So wie es in Skyrim dann gemacht wurde, aber. Quatsch! Oh, 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 was, was für ein Held. Was ist denn? Erbärmlich. Sehr geil. Sehr geil. Locken verbessert. Die sollte drasten über das gelernte Nachdenken. Oh. Oh, das gehört hier nicht. Mehr tut ihr also nicht. Wollt ihr nicht? Ah. Ja, mit. Ich habe. Savlia hat sich auch bei der Rückeroberung des südlichen Platzes geholfen. Ich sollte mit ihm sprechen und unseren nächsten Schritt sprechen. Alter, was macht ihr denn an Schaden? Ich hätte gerne mal Heiltränke. Ich hab nur Knochen. Warum seid ihr jetzt da zurückgerannt? Heal. Heal. Wie kann ich mich denn jetzt aufwerten? Inventar. Ne, warten möchte ich nicht. Das eher die Waffe wegstecken. Irgendwo muss ich das hier machen können. Aha! Weiteren Stufenaufstieg müssen die Hauptfähigkeiten ihrer Klasse trainieren. Waffenschmied. Oh, naja, das war vielleicht nicht so gut. Egal. Ja, vielleicht hätte ich da echt Athletik oder so noch nehmen müssen. Wäre vielleicht intelligenter gewesen. Aber jetzt ist es egal. Ich bin aber fast Stufe 2. Vielleicht sollten die rasten und ich über Dings nach. Okay. Muss ich mich wahrscheinlich irgendwie hinlegen oder so. Okay. Dann was hast du zu sagen? Wir haben die Schweine ausgelöscht. Jetzt können die Leute die Kapelle ohne Gefahr verlassen. Lasst uns nachsehen, ob es ihnen gut geht. Gut. Los jetzt. Dies ist nur der Anfang der Schlacht um Quatsch. Wir können die nächste Phase besprechen, sobald die Zivilisten in Sicherheit sind. Das ist irgendwie ein Quatsch oder was auch immer genannt hätten, ja. Aber die deutschen Sprecher, die müssen sich doch da teilweise tot drüber gelacht haben. Tot drüber gelacht. Egal. Die Schlacht um Quatsch. Ich warte auf euren Bericht, Soldat. Herr, wir sind die einzigen, die übrig sind. Berich. Ist es alles? Ist sonst keiner mehr da? Da waren noch mehr, Herr. Aber sie weigerten sich, an Ort und Stelle zu bleiben. Wir haben versucht, ihnen klarzumachen, dass es gefährlich ist. Aber sie sind dennoch aufgebrochen. Ich fürchte, sie haben es nicht geschafft.
Sehr gut. Außerhalb der Kapelle ist die Luft rein und diese Leute müssen in Sicherheit gebracht werden. Bringt sie unverzüglich zum Lager südlich von hier. Aber Herr, ich möchte mit euch kämpfen. Das werdet ihr, Soldat. Kommt sofort hierher zurück, sobald sie in Sicherheit sind. Es wird viele Gefechte geben und wir werden jedes verfügbare Schwert brauchen. Jawohl, mein Herr. Zivilisten, es ist Zeit auszurücken. Auf geht's. Okay. Oder Jakob. Martin. Okay. Wir heilen uns erst nochmal kurz. Ich muss da irgendwo eine Möglichkeit geben, um zu schlafen, oder? Bettzeug. Wir legen uns erstmal 5 Stunden hin. Automatisches Speichern, das ist schön. So. Okay. Ach ja. Level up bin, muss ich schlafen. Dann sieht sie 3 Attribute zur Verbesserung. Plus 2, plus 5. Bestimmt, wie ihr tragen könnt, euer Ausdauer den Schaden mit Nahkampfwaffen. Intelligenz. Alchemie, Beschwörung, Mystik. Willenskraft. Angesichts der Prüfung der letzten paar Tage erwacht in euch das neue Leben. Okay. Herstellung. Schnelligkeit, leichte Rüstung. Konstitution. Blocken, Waffenschmiedekunst und schwere Rüstung. Außerdem die Lebensenergie und Ausdauer. Handelsgeschick. Beeinflusst alles, was ihr tut, hat aber keinen Einfluss auf eure Fertigkeiten, okay? 3 Attribute. Okay, es steht auch immer dabei, wie schnell das steigt. Stärke und Willenskraft dann noch, hätte ich gesagt. Den Rest brauchen wir nicht so. Erstmal die Hauptattribute. Oh, gefällt mir das. Das ist interessant. Aber kein Mana regeneriert. Das hatten wir ja schon. Es regeneriert sich so nicht. Leider. Dann brauchen wir genug Mana-Pots. Wir haben es geschafft. Ich kann es nicht glauben. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich funktionieren würde. Vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Oh ja, wir sind noch nicht fertig. Nicht einmal fast. Das war erst der erste Schritt. Wenn diese Stadt jemals wieder uns gehören soll, dann müssen wir in die Burg kommen. Ihr habt bis hierhin mit uns gekämpft. Wollt ihr auch noch weitergehen? Wenn wir wirklich Erfolg haben sollen, brauche ich eure Hilfe noch viel dringender. Aber ich warne euch, was wir bis jetzt gesehen haben, ist nichts im Vergleich zu der Schlacht, die uns wohl noch erwartet. Nehmt euch einen Moment Zeit, kommt zu Atem und denkt darüber nach. Wenn ihr bereit seid, lasst es mich wissen und dann machen wir uns auf den Weg. Das heißt also, eigentlich sind wir noch nicht gut genug dafür. Hört sich jetzt so an. Wir haben jetzt 4, da müssen wir nach anwählen, dafür müssen wir den, das habe ich da gemacht und jetzt muss ich Martin, okay, und das ist eine seltsame Tür. Ich glaube nämlich, wir sind eigentlich noch zu schwach dafür. Quatsch ist zerstört, nichts ist übrig geblieben. Um hier zu helfen, sonst hätte man das uns jetzt nicht gesagt, denke ich mal. Und deshalb mache ich das jetzt noch nicht. Ich komme nochmal zurück. Wieso, keine Ahnung, Stufe 4, 5 sind, hätte ich gesagt. Kümmern wir uns dann drum. Vor allem brauchen wir Mana und Heiltränke. Vor allem Mana-Tränke, weil damit können wir uns auch heilen. Und ja, wenigen Skillungen. Ich habe keine Ahnung, wie das hier gut funktioniert. Daher, wer dazu Erfahrung hat oder Ahnung, dass wir diesen
Paladin, also im Prinzip den heilenden Nahkämpfer mit Schwert und Schild. Und wie man den am besten skillt und wie man kämpft, keine Ahnung, irgendwelche Tipps, bin ich dankbar. Aber Spoiler, würde ich mich freuen, wenn da keine zu kommen. Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gespielt, ich weiß nicht, was kommt. Und daher ist es, glaube ich, vorteilhaft, wenn ich nicht weiß, was passiert. Allerdings gibt es hier wahrscheinlich so viel. Oh. Du schon wieder. Warum haben sich die Götter von uns abgewandt? Hast mir nichts zu sagen, gut. Halte den Mund. Hallo? Hallo? Warum haben sie... Ja. Und? Bestechen? Nee, ich will nicht mich bestechen. Bewundern? Ich versuch's einfach mal. Ahnen? Okay. Ihr habt meine Bewunderung. Sehr beeindruckend. Ihr braucht gar nicht versuchen, mir Honig ums Maul zu schmieren. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Nötige. Nichts als leere Worte. Das verstehe ich jetzt nicht. Ihr scherzt wohl. Genug geredet jetzt, genug. Ich merke mich, ja? Dein Name, ne? Dralgone. Ilaf Dralgone. Dich merke ich mir, ja? Wenn du mir noch nicht mal so blöd kommst, ne? Gib das aufs Maul. Ich habe überall gesucht. Vielleicht ist sie immer noch in Quatsch. In einem unterirdischen Versteck. Ich bin nur noch müde. Ich kann es nicht fassen. Hallo, mein Freund. Ich muss wieder von vorn beginnen. Ah, Bruder Martin. Ich fragte mich, ob ihr wiederkommen würdet. Ich muss zugeben, dass ich an eurer Geschichte zweifelte. Kommt mit mir zu Priorei von Vaynon. Die Leute sagen, ihr hättet das Oblivion-Tor zerstört. Ihr habt ihnen Hoffnung gegeben. Ihr habt ihnen geholfen, die Daedra zurückzuschlagen. Ja, ich werde mit euch zur Vaynon-Priorei gehen und mir anhören, was Joffrey zu sagen hat. Geht voran. Okay. Ich bin nur noch müde. Ja, ihr seid alle müde. Ich muss wieder mein von Pferd? Vorn beginnen. Mit nichts. Geil. Ich will immer auf M drücken, wenn ich die Karte habe. Quatsch. Scheiße, wo muss ich jetzt hin? Oh Mann. Ich glaube, da ist er. Oh, was ist denn dies an der letzten Aufnahme? Das sind bestimmt knapp 2 Wochen. Wie gesagt, die Videos kommen dann, glaube ich, ab 1. Februar, habe ich das gesagt. Hilfe, ihr müsst uns helfen. Sie bringen alle in der Venon-Priorei um. Ach was. Und du hier hinten guckst mir zu. Haltet ein, sagt mir, was geschehen ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie sind direkt hinter mir. Prior Marburel ist tot. Also, sie könnten hinter dir sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich war bei der Schafsweide, als sie angriffen. Ich hörte, wie der Prior mit jemandem sprach. Schaute dann um die Ecke, um zu sehen, mit wem. Sie sahen aus wie Reisende, ganz normal. Und plötzlich hatten sie Waffen in den Händen. Und sie metzelten den Prior nieder, bevor er sich auch nur rühren konnte. Sie merkten, dass ich sie beobachtete. Und dann rannte ich los. Okay. Wo ist Joffrey? Ich weiß nicht. In der Kapelle beim Beten, glaube ich. Ihr müsst uns helfen. Ja, mach ich. Alles klar. Ich fürchte den Tod nicht. Wo sind sie? Alter. Was geht denn bei dir? Speichern wir uns mal kurz. Ich fürchte den Tod nicht. Alter. Und du hattest Angst, da rauszugehen. Ist das dein Ernst? Ach, schwarz gewonnen. Goldring, der ist viel wert. Wollen wir erstmal Quest? Nee, da. Wo muss ich hin? Ich denke da rein, ne? Ja. Hier kommt gerade.
Stirb, Ungläubiger! Hey! Stirb, Ungläubiger! Hallo! Nur mögen die Drachenfeuer das ewig Paradies brennen! Das erwartet mich! Wow, du kannst aber hier super springen! Gold. Paradies kannst du dir sonst holen. Ihr seid zurück? Talos sei Dank! Sie griffen ohne Vorwarnung an. Ich betete in der Kapelle, als ich Prior Marborell schreien hörte. Ich hatte gerade genug Zeit, um mich zu bewaffnen. Das Amulett der Könige. Ich fürchte, dass der Angriff dem Amulett galt. Ich habe es in einem geheimen Raum im Haus Venon aufbewahrt. Wir müssen nachsehen, ob es in Sicherheit ist. Ich dachte, es ist hier am sichersten. Ich meine, du hättest sowas erwähnt. Guck mich an, wenn ich mit dir spreche. Und ich gucke natürlich scheiße. Wir gehen zusammen, aber ich befürchte das Schlimmste. Wie gesagt, hättest du mir das Ding einfach gegeben, wäre es in Sicherheit. Ich fürchte, der Feind ist wegen des Amuletts der Königin. Ja, das hast du mir gerade eben schon erzählt. Ja. Wie schön, euch zu sehen. Ach, mir geht's dir auch noch gut. Bruder Pine. Sie haben es an sich genommen. Das Amulett der Könige ist fort. Der Feind hat uns in jeder Hinsicht geschlagen. Ich habe Martin gefunden, er ist in... Doch stimmt, da wollte ich nachgucken. Nilschweiß Sätze, das ist blöd, dass die nicht beendet werden. Aber es ist nicht den Quatsch, er ist mit mir. Also hat sich nicht alles gegen uns gewendet, dank sei Talos. Wir haben Uriels Erbe gewonnen und das Amulett der Könige verloren. Martin kann hier nicht bleiben. Wir haben sie zurückgedrängt, aber sie werden wiederkommen, sobald sie erfahren, dass Martin überlebt hat. Und das werden sie. Was heißt dir wir? Du hast das Amulett verloren, ich habe Martin... Hört sich falsch an. Gefunden. Ich wollte jetzt nicht gewohnt sagen. Okay, und wo ist der zum Beispiel in Sicherheit? Bei den Kräften, die sie gegen uns massieren, ist es nirgendwo wirklich sicher. Aber wir müssen wenigstens auf Zeit spielen. Der Wolkenherrscher-Tempel, glaube ich. Die verborgene Festung der Klingen in den Bergen nahe Bruma. Es kann auch mit nur wenigen Männern gegen eine ganze Armee verteidigt werden. Wir sollten sofort aufbrechen. Okay. Was ist mit dem komischen Amulett? Jetzt, da das Amulett dem Feind in die Hände gefallen ist, müssen wir Martin in den Wolkenherrscher-Tempel in Sicherheit bringen. Ja. Und was ist mit dem komischen Tempel? Der Wolkenherrscher-Tempel wurde vor langer Zeit von den Gründern der Klingen erbaut, zu Zeiten von Rehman Cyrodiil. Er liegt hoch in den Bergen in der Nähe von Bruma und ist unsere uralte Festung, unser Heiligtum, unsere letzte Zuflucht. Martin wird dort sicher sein. Wenn der Tempel nicht schon übernommen wurde. Wir sollten uns besser auf den Weg machen. Ich werde nicht eher ruhen, bis Martin im Wolkenherrscher-Tempel in Sicherheit ist. Okay. Ich würde gerne mal irgendwo verkaufen. Das kann ja nicht sein. Alter, das war schwer. Das war verdammt schwer. Habe ich noch irgendwas Besseres ausrichten? Oh, das Ding vielleicht mehreres dann. Das Teil ist kaputt. Ich sollte die Dinger reparieren. Gott, ja. Okay, halt kaputt. Alles klar. Der ist ganz kaputt. Ja. Ich brauche echt mehr von diesen scheiß Hämmern. Wie geht es euch? Ich hätte gerne mal ein bisschen Gold, ne? Wenn's mal... Nee, ich hätte gerne mal einen Händler. Ich brauche nicht Gold, ich brauche einen Händler. Gut, wir haben ja gesagt, wir gehen nach Bruma. Ich will schon wieder auf M drücken.
Aber bevor, das sehe ich gerade, bevor wir nach Oma auch brechen, beenden wir hier bei Martin und bei Joffrey. Cooles Schwert. Will ich auch haben, Katana. Klasse. Wie schön, euch zu sehen. Sei ruhig. Beenden wir die Folge. Bis dahin zur nächsten Folge. Also, ich sollte nochmal das Reden üben. Also bis zur nächsten Folge. Ciao.